Na, mein Kleiner, möchtest du nicht aufstehen? Nö, nö, das kenne ich. Ich stehe auf und dann setzen Sie sich auf meinen Platz. Wenn wir hinter der Bühne arbeiten, gehört das vor den Vorstellungen natürlich dazu, dass man erstmal die Kulissen herrichtet, die man braucht für die Vorstellung, dass man außerdem die Puppen bereithängt in die richtige Reihenfolge, so wie sie auftreten, auch das Tonband auflegen. Wir arbeiten ja noch mit einer ganz altmodischen Tonbandmaschine. Das Vorhangziehen gehört dazu, auch mal den Bühnenraum sauber zu halten, ist unsere Aufgabe. Und die Kleinteile, die Requisiten eben bereitzurichten. Das muss alles parat sein und dann geht es natürlich los mit der Vorstellung. Da ist jeder an seinem Platz und manche mehr auf den Spielbrücken tätig, manche mehr unten beim Umbau. Das ist in den Rollen, in den einzelnen Rollen, die man spielt, ganz exakt festgelegt und da weiß dann jeder, was er zu tun hat und dass die Vorstellung meistens reibungsfrei ablaufen kann. Das Eichhörnchen von unserer Anfangsnummer, das ist eine Tiernummer, da sind 5 oder 6 Tiere und etliche Vögel, die die Zuschauer erstmal begrüßen. Heute Abend spielen wir Kabarett. Wir spielen seit über 50 Jahren Kabarett, das ist ein Zusammenschnitt von um die 35 verschiedenen Puppennummern. Gespielte Witze, Sketche, ein bisschen was Politisches. Was gibt's denn heute eigentlich zum Essen? Putin-Geschnetzeltes. Die Leute, die hier bei uns im Ensemble arbeiten, kommen aus verschiedensten Berufsgruppen. Um hier zu arbeiten, ist keine spezielle Puppenspielausbildung notwendig. Es ist aber ganz gut, wenn man eine gewisse Berufserfahrung aus anderen Bereichen mitbringt, die man hier einsetzen kann. Fehler bei der Aufführung, das passiert immer mal wieder. Also es kann passieren, dass man mit einer Puppe an einem Kulisseneck oder irgendwo hängen bleibt und da, wenn da ein bisschen Holz absteht oder sowas, einfach nicht mehr rauskommt richtig. Für den absoluten Notfall haben wir Puppenspieler alle eine Schere einstecken, sodass es also wirklich, das kann mal vorkommen, dass man einen Faden auch kappen muss oben, damit man die Puppe wieder frei kriegt. André, ich glaube, schöner geht's nicht. Wen ich sehr gern spiele, das ist das kleine Gespenst. Das mag ich gerne. Das ist einfach eine nette Puppe, die hat ein ganz liebes Gesicht. Und dann hat sie auch noch den Vorteil, die kann fliegen. Also für uns Puppenspieler ist die Herausforderung ja auch immer, wenn wir mit Marionetten arbeiten, dass man die richtige Höhe findet. Wir stehen 2,30 Meter über dem Bühnenboden und dann ist es natürlich, man sieht es als Zuschauer vielleicht auch gelegentlich, dass es passieren kann, dass man so ein bisschen den Boden unter den Füßen verliert. Das soll eigentlich nicht sein. Und das ist sehr schwierig und darauf muss man einen großen Teil seiner Konzentration verwenden. Also die Puppen, die wir im Moment nicht brauchen, die sind zum Teil ausgestellt in unserem Museum im ersten Stock oben. Oder die, die da auch gerade nicht gebraucht werden, die sind hochgewickelt und in Tüten verpackt in unserem Puppenraum untergebracht. Unsere Puppen, die sind natürlich handgemacht aus Lindenholz. Die werden hier geschnitzt, nicht direkt hier im Haus, aber in einer Werkstatt ganz in der Nähe, die zum Theater gehört. Wie wichtig die Puppenspieler sind für die Augsburger Puppenkiste. Genauso wichtig wie die Puppen. Ohne die Puppenspieler wird es die Puppenkiste nicht geben, weil wer will dann die Puppen spielen? Ich sage Dankeschön fürs Kommen, kommt's gut heute und nächstes Mal, da sehen wir uns dann wieder. Also, viel Zeit, Servus!